Aloha, ich grüße euch. Ja, ich war im Action und habe vier neue 30x30 Blöcke, eine ganze Menge neue Embossed-Sticker und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich bekommen habe und die Blöcke im Einzelnen durchschauen möchtet, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Auch hier nochmal Aloha, ich grüße euch. Ja, es erwarten euch die vier neuen Blöcke, 12 neue Embossed-Sticker und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich habe auch Washi-Tape gekauft, Schande über mein Haupt, aber ich habe auch schon einen Teil davon verarbeitet oder genutzt. Okay, ein bisschen genutzt. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ich bin gespannt, was ihr zu den Blöcken sagt und zu den Embossed-Stickern. Die gehen ja bekanntlicherweise immer. Und zum Schluss kommt noch eine Aufbewahrung. Ihr Lieben, viel Spaß! Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, vier neue Blöcke, zwei mit Folie und zwei mit Glitter. Ich habe erst überlegt, also Papier, ich brauche ja kein Papier, ne? Aber laberababa, it is Papier. So what? Ich habe sie grob durchgeschaut und habe festgestellt, ich nehme alle vier mit. Und die schauen wir jetzt mal durch. Wir fangen hier mit dem hier an. Ich zeige euch die erstmal so. Ne? Sweet Pastell von Craft Sensation, beglittert, 28 Blätter, 2x14 Designs, 220er Grammatur. Nummer 1. Dann haben wir Secret Garden, der ist foliert. Ja, auch wieder 28 Blätter, 14 Designs. Dann den Watercolor, der ist beglittert. Und diesen Neutral Paisleys. Ja, mega. Ist ja voll meine Farbe. Finde ich total klasse. Und damit fangen wir jetzt auch an. Also von Craft Sensation. Ich gucke mal, was hinten drauf steht. Ist sogar schon 25A. Also zählt schon zu den 2025er Blöcken. Okay. So, wir fangen an. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Viele Brauntöne. Aber ich bin begeistert. Dann haben wir hier das erste. Wie gesagt, der ist foliert, aber ich finde recht dezent. Hier haben wir so, ja, wie so Blümchen. Und hier einmal ein bisschen beklittert, aber ich finde das okay. Also da kann man nicht motzen. Es ist absolut in Ordnung. Dann haben wir hier so Rauten. Das ist eher so ein hellbraun Karamellfarben, auch neutrales Papier, super. Ja, und hier nochmal, es ist nicht beglittert, klasse. Dann haben wir hier, das ist so braun-rot, so ein tolles Muster. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Guck mal, finde ich total schön. Und hier beglittert, ja, das ist ein bisschen heftig. Moment, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Kam jetzt so plötzlich, ich konnte nicht auf Stopp drücken. So. Ne? Aber es trotzdem, es ist okay. Dann haben wir hier so ein Muster. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich finde es schön. Ich finde es richtig schön, auf sowas stehe ich. Und dann nochmal auch unbeglittert. Ne? Farblich so hellgrün, beige, braun. Und hier nochmal ein braunes Muster. Das ist. Habe ich was Schwarzes, was ich daneben legen kann? Nee, gerade nicht hier. Ich habe kein Stück schwarzes Papier gerade, aber ich kann mal was Blaues daneben legen. Da sieht man es, ne? So. Und hier ganz dezent in der Mitte die Muster beklittert, aber wirklich ganz dezent. Dann hier, wow. Oh, ich mag es total gern. Auch wieder so ein Muster, so ein florales Muster. Richtig schön. Und hier auch. Und zwar ohne Folierung. Mega. Finde ich total klasse. Dann hier so ein. Was ist da was drauf? So, so ein Rautenmuster in so einem Bordeaux-Rot. Ich würde sagen, da ist auch noch ein Schüsschen Lila mit drin. Auch sehr schön. Und hier einmal die Rauten beglittert.
ja, gibt Schlimmeres, es ist okay. Dann hier nochmal Rautenmuster in diesem Braun. Hier nochmal, aber unbeklittert. Dann hier in diesem Rotrost florales Muster. Und hier beklittert. Ja, da hätten sie auch drauf verzichten können. Aber es ist okay, es ist absolut okay. Mir gefallen alle Papiere. Und hier, guck mal, ist ein Träumchen, oder? Ich finde es total schön. Mal komplett was anderes. Hier auch ohne Glitter. Dann hier wieder so Ornamente. Das ist so hellbeige. Ja, und das ist, wo ich sage, uiuiuiui. Aber okay. Ne? Dann haben wir hier nochmal so ein Muster. Auch sehr hübsch. Und hier sind diese Linien. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das finde ich absolut in Ordnung. Und hier nochmal floral. Das müsste, ist das so richtig? Guck mal, das gleiche wie das hier. Ne, wie das erste. Passt auch super zusammen. Sehr, sehr schön. Ich halte es mal näher dran. Und nochmal und unbeklittert. Und dann haben wir hier einmal schwarz mit so einem, ja, Muster drauf. Ganz dezent. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier foliert. Und das finde ich auch sehr schön. Das ist sehr dezent. Ich finde es schön. Ja, das war der erste Block. Im Übrigen habe ich 2 Blöcke in den Niederlanden bekommen. Da kosten sie 2,79. In Deutschland mittlerweile 2,99. Aber jammern auf hohem Niveau, das ist immer noch preisgünstig. So, das war der erste. Jetzt kommen wir zu dem zweiten. Komplett anderer Stil. Der ist beklittert. Watercolor. Und da fangen wir an. Ja, das fängt an mit einem Papier, was mir am wenigsten gefällt. Ne, floral, da sind die Herzchen drauf. Ich denke, was soll das? Okay, und hier sind diese Herzchen so ein bisschen beglimmert. Ne? Aber das gefällt mir gar nicht so gut. Obwohl für eine Verpackung ist auch wieder nett. Ja, Watercolor, mega, richtig klasse. Nochmal Watercolor, auch sehr, sehr cool. Dann hier so ein, ja, peachy Ton mit kleinen unregelmäßigen Pünktchen. Sehr hübsch. Sehr schönes Basic-Papier. Und hier haben wir das auch ganz, ganz dezent beklittert. Das ist absolut in Ordnung. Ja, dann hier Watercolor mit Gestrüpp. Ne, mit kleinen Blümchen und, sag doch, Ästen. Und hier nochmal. Und ich fühle hier, wie auch hier, da ist nichts beklittert. Auf jeden Fall bei meinem nicht. Ja, rosa gestreift. Mega. Richtig cool. Tolles Basic-Papier. Mag ich total gerne. Und hier haben wir das so ein bisschen beklittert, die einen Streifen. Seht ihr, ne? So, dann, wow, Blümchen, passend zur Jahreszeit. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Muster. Und hier auch. Und hier ist nichts beklittert. Also ich fühle nichts. Und das gefällt mir natürlich besonders gut. Ja, dann hier neutral. Das ist auch so ein ganz heller Gelbton. So ein bisschen Pfirsichfarben und kleine Blütchen drauf. Aber ganz dezent. Und hier sind diese kleinen Blümchen ein bisschen beklittert. Ja, dann mega tolles Papier. Und hier auch nochmal ohne Glitter, ohne Shishi. Dann lila mit lila Herzen. Das ist gerade Emmy, die trinkt, wenn ihr die Geräusche hört. Und hier sind die Herzen beklittert. Ja, dann Watercolor, auch unbeklittert, sehr schön. Dann haben wir hier wieder florales Muster.
Und hier, ja, ganz dezent sind die Blümchen beklittert, aber wirklich, also die haben so einen, wie so einen Glanz, seht ihr so ein bisschen, ne? Wow, meins. Oh, ich mag es total gerne. Guckt mal. Ich finde es richtig schön. Sehr, sehr cool. Und hier ist es beglittert. Und ich glaube, da sind überall kleine Pünktchen. So sieht es aus, wenn man genau guckt. Das könnt ihr, glaube ich, jetzt nicht so sehen. Aber schön. Mega. Richtig tolles Papier. Wie auch das hier wieder. Ne? Schöne florale Designs. Richtig schön. Und hier auch nicht beglittert. Cool. So, ja, und dann frage ich mich, was soll das? Ich fände es nicht schön. Aber an sich, das Muster finde ich ja schön. Da habe ich mir überlegt, oh, kann ich ja notfalls lauter Sachen ausstanzen. Ne? Nehme ich mir eine Herzstanze und stanze mir das aus. Und hier ist es außenrum beklittert. Seht ihr das? Ja, naja. So, aber ansonsten, super Block. Ne? Also, finde ich absolut in Ordnung, wenn einem eine Seite mal nicht gefällt oder zwei. So, dann kommen wir zum nächsten folierten, diesen Secret Garden. Erst habe ich so gedacht, boah, mal gucken, was mich da erwartet. Aber coole Sachen. Auch hier wieder in so einem Peachy-Ton mit kleinen Blümchen drauf. Und hier haben wir zwischendurch so beklitterte kleine, ja, was soll das sein, Blätter. Es ist okay. Dann hier sind Rüben drauf. Auch grün mit weißen Rüben verschiedener Art. Auch total witzig. Und hier nochmal das gleiche ohne Glitter. Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich denke, das ist ein Papier, was mir nicht so gut gefällt, mit diesen Quadraten drauf. Und dann gibt es das Ganze auch beglittert. Das sind die Quadrate außenrum foliert. So, und jetzt guckt euch dieses Grün an. Ist das nicht hübsch? Oh, ich finde es total schön. Ne? Grün mit floralem Muster und hier auch. Und da ist nichts foliert oder beklittert. Mega, finde ich total cool. Ja, dann haben wir hier so ein Muster. Ja, die muss man sich anschauen. Man kann die schlecht beschreiben. Ne? Ich denke mal, mach mal Augen zu und also einem dazu beschreiben. Also Kreise, florales Muster. Aber ich finde es schön. Ne? Und hier auch und ohne Folierung. Mega. Dann haben wir hier, ich weiß gar nicht was, das ist so ein Grün, so ein Salbeigrün mit unregelmäßigen Punkten. Absolutes Basic-Papier. Sehr schön. Und dann haben wir das mit Folierung, da sind die Punkte foliert in Roségold. Ja. Dann hier so Karos im Hintergrund und kleine Blümchen drauf. Und hier auch nochmal und auch ohne Folierung. Ja, das ist ja auch schön. Ne? Hintergrund so Salbeigrün und da sind weiße und, na, was ist das so? Orange-rot. Pfirsichfarben, Blümchen drauf, sehr schön. Und hier ist das Beklitterte, so zwischendrin mal, könnt ihr das sehen? Ja, da könnt ihr das sehen, ne? Zwischendurch einfach mal so ein paar Pünktchen. Naja, ja, einmal hier so ein wildes Muster und das ist einmal zwischendurch foliert. Ja, was ist das? Marmoriert. Leopard, Schlange, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also meins ist das hier nicht, aber das ist, alles andere ist meins. Und das finde ich auch, das ist so richtig retro, auch grünlich gehalten. Finde ich total witzig. Und auch das zweite unfoliert. Dann haben wir hier so braun, orange, weiß, florales Muster, aber auch ein schönes Basic-Papier, auch schön als Hintergrundpapier. Und dann haben wir das Ganze auch foliert. Irgendwo mussten sie einen raushauen, ne? So, dann hier dieses Grüne mit dem Muster. Und hier ist die Folierung. Es ist okay.
Ne, unfoliert wäre es mir lieber. Dann hier einmal hell mit floralem Muster. Auch sehr, sehr hübsches Papier. Nochmal ohne Folierung. Und dann hier in diesem Grün. Auch so Ornamente. Sehr hübsch. Und einmal foliert. Und das war der dritte Block, Secret Garden. So, dann kommen wir zum letzten Block, Sweet Pastel. Ja, und das ist auch absoluter Basic Block. Der ist beglittert. Aber guck mal, es geht schon schön los mit so einem Anthrazit mit Pünktchen. Ist total cool. Und hier sind die Pünktchen beglittert. Ja, in so einem Grün. Ja, das ist auch Grünglitter. Ja, gibt Schlimmeres. Dann haben wir einmal ganz viele bunte Pünktchen. Und hier auch ohne Glitter. Also der zweite ohne Glitter. Kariert. Cool. Ohne Glitter. So rosa-rot. Also dezent, ne? Mit Weiß. Und hier sind die weißen Linien einfach ein bisschen beglittert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt. Aber es ist wirklich sehr, sehr dezent. Dann einmal Wellen. Auch immer nett. Kann man auch gut, wenn man Häuser bastelt, als Dach nehmen. Ne? So, das zweite auch unbeglittert. Dann haben wir rosa mit grünen kleinen Herzchen. Und dann das Ganze einmal, wo die Herzchen beglittert sind. Dann weiß mit so einem floralen Muster. Hier auch ohne Beglitterung. Ja, dann quasi Schachbrettmuster. Richtig schön. Rosa und altrosa. Sehr cool. Und hier sind ab und an mal ein paar Karos beglittert. Seht ihr so ein bisschen, ne? Quasi so Highlights, aber wunderschön. Ja, dann hier so ein Muster, auch rosa Papier. Das ist absolut in Ordnung. Und nochmal und unbeglittert. Dann hier diese Zickzack-Wellen in weiß, rosa, grün. Auch absolut basic. Chevron heißt das, glaube ich, ne? Und hier sind die grünen Linien beglittert. Ja. Grün mit hellgrünen Punkten, absolut basic. Und hier nochmal unbeglittert. Und dann hier so ein Mustermix. Oh, kriegt man mit einem schwindlig, ne? In weiß, grün, rosa. Und hier ist das Grüne ein bisschen beglittert. Ja, Karo. Auch sieht aus wie ein rosa Schwimmbad. Und hier ist das Grüne beglittert. Ja, ist aber nicht schlimm. Finde ich absolut legitim. Hier nochmal Karo in Grün. Und hier nochmal ohne Glitter. Und dann haben wir hier nochmal Rosa mit altrosa Zickzack-Linien. Und hier sind diese dünnen Linien beglittert. Ja, mein Fazit, also sind ja immer noch günstig. Ich finde sie gut. Klar, das eine oder andere Papier gefällt mir nicht, aber mir gefallen über 80% auf jeden Fall in jedem Block. Und dafür sind die absolut in Ordnung. Aber generell muss ich sagen, es ist nicht Mainstream. Also es ist nicht so, wo alle sagen so, wow, und ausflippen, sagen, ich muss die Blöcke haben. Wo ich mir das vorstellen kann, ist, dass der hier richtig gut läuft. Ich meine, zur Weihnachtszeit absolut falsches Papier, aber die vielleicht sind viele auch schon mit den Weihnachtsbasteleien fertig und basteln jetzt schon für das Frühjahr, das auf jeden Fall. Und die, ja, der hier ist auch noch recht neutral, wobei ich den dann, also ich spreche jetzt so, was ich mir für Gedanken mache von anderen, ne? Denke ich, der hier wird sehr gut laufen, der hier geht so und die beiden sind doch sehr speziell, obwohl ich gerade auch für Junk Journaler oder so die Papiere wirklich schön finde. Und mir gefallen sie auch, das sind meine Farben, ich finde die Muster cool, kann man, ist mal was anderes. Ne? Ja, so, das waren die Blöcke. Dann
muss ich euch gestehen, ich bin einmal schwach geworden. Das bin ich aber schon letzte Woche. Ich habe mir von den neuen Washi-Tapes ein Ding mitgebracht. Ich habe sie auch schon gebraucht, weil ich habe ja Washi-Tape aussortiert. Und ja, ich weiß gar nicht, wie teuer. 1,49. Da ist ein Stickerbüchlein bei. Ne, machen wir jetzt nicht im Einzelnen. Das ist ja jetzt immer bei diesen neuen Washi-Tapes dabei. Finde ich total schön. So total hübsche Sachen bei. Ich werde euch das jetzt nicht alles einzeln aufdröseln, aber ich zeige euch ein Beispiel, weil ich fand die Farben so hübsch und ich konnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich so viele Farben davon schon habe und habe mir hier in meinem Journal schon, ne, das ist das Grüne und zwei von den dünnen habe ich mir hier schon reingemacht. Ne? Also quasi es ist das hier. Ich muss gucken. Und die beiden dünnen hier. Die beiden dünnen habe ich da mit reingemacht. Ja, ich fand es hier ein Knick. So. Aber ja, das, ich hatte das so im Kopf. Ich hatte das andere Washi-Tape ist von The Washi-Tape Shop. Und das hatte ich so im Kopf. Oh, dir fehlt gerade was Grünes. Wo ich bestimmt irgendwo Grüne habe. Egal, 1,49 durfte halt mit. Und ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet. Von daher, uiuiui, dummdi-dumm. So, jetzt kommen wir zu den Embossed-Stickern. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich denke, die sind alle neu. Teilweise ist es schwierig, es zu erkennen, weil sie sehen sich doch sehr ähnlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ne? Und teilweise sind sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich meine, also im letzten Video hat auch, oder war das in meiner Facebook-Gruppe gesagt, die sind alt. Nein, sie sind nicht alt. Sie sahen ähnlich aus und die älteren hatten einen weißen Hintergrund. Und teilweise müsst ihr gucken, ist dieses, weil die haben ja jetzt nicht mehr oben diese, dieses Extra-Teil, sondern ihr müsst gucken, manchmal ist das dieses Embossed-Sticker hier unten und manchmal hier oben. Also von daher, ich denke, sie sind alle neu. Ich habe es auch königlich prüfen lassen von ja, meiner Frau Königin und sie hat es mir eigentlich bestätigt, alles neu. So, ich packe aus. Ja, ich könnte jetzt auf Pause machen, ich weiß, mache ich auch gleich, aber jetzt beim ersten nicht. So, da haben wir diese Lilan. Oh, ich finde die so, so, so schön. Wie gesagt, ist auch eine Sammelleidenschaft. Aber auch da habe ich, also klar, ich müsste viel mehr damit machen. Aber sind einfach nur hübsch. 79 Cent in Deutschland wie in den Niederlanden. Und ja, hübsch, 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 hübsch. Ich kann euch mal eine Seite im Filofax zeigen. Die ist noch nicht fertig, aber wo ich die zum Beispiel verarbeitet habe. Ne? Das wird noch weiter gemacht, aber hier habe ich zum Beispiel die einmal so eine Seite im Filofax mit den Stickern gemacht. Und da fällt mir gerade ein, na, das machen wir gleich, wenn dieses Set kommt. So, dann habe ich mir gerade mal dieses Set rausgesucht, was ich meine, was eventuell doch älter ist. Hübsch, oder? Also so planertechnisch, Kaffee, Trinkflasche. Sehr, sehr cool. So, und jetzt, das hier ist ja eigentlich, ne, das sieht so aus. Ne, das ist nämlich nicht. Es sah nur so aus, weil das ist nämlich der Schrank bei. Aber einzelne Sachen sind ähnlich. Ne? Hier ist dieser Laptop auf den Büchern und hier ist der Laptop nochmal. Ja, das ist definitiv neu. Das andere war ähnlich. Ich habe mich auch erst gedacht, nee, die sind nicht neu. Doch, 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 doch. Und sehr, 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 sehr hübsch, wie ich finde. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. So, nächste mache ich wieder mit euch auf. Auch hier habe ich überlegt, ist das alt, ist das neu, weil Teile ähnlich sind.
Ups. So. Ne? Weil diesen Spiegel gab es schon mal, auch den hier. Auch das Auto war schon mal drauf. Sie sind ähnlich. Die Sticker sind alle von DecoTime. Sehr, sehr hübsch. So, next. Auch hier war ich mir nicht sicher. Ich zeige euch gleich warum. Wegen dem Ballonhund nämlich. Und die Folie verwahre ich mir ja zum Weiterverbasteln oder als Unterlage, wenn ich mein Bullet Journal gestalte oder. So. Und zwar der Ballonhund. Ne? Der war schon mal irgendwo drauf, aber ich weiß nicht, ob das als Ballon-Einhornhund so war. Ich weiß es nicht. Es ist ähnlich. Das ist so hübsch. Ich finde die so niedlich. Sehr schön. So, ja, das ist definitiv neu. 80er-Jahres-Sticker. Total cool. Ne? 80er, da war ich Teenie. Und ja, habe mich richtig, also 80er, 90er ist das eher, ne? Zauberwürfel war, glaube ich, eher 90er, Gameboy auch. Ja, aber so richtig cool, Gunball-Maschine. Toll. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier so Liebes-Sticker mit ganz vielen Herzchen. With Love, Love Potion, XOXO, I love you, Hugs and Kisses. Du wirst es lieben, ne? Also auf Englisch. So, guck mal, mit den Girlanden. Sehr, sehr schön. Oh, ich finde die so niedlich. Oh, süß. Ja, da schlägt das Gedönsrad Herz höher. Ja, dann Reisethema. Da war ich mir auch nicht sicher, weil die sind sehr ähnlich, aber sie sind neu. Und wie gesagt, ich verarbeite sie und wenn ich sie direkt verarbeite, dann gucke ich auch immer, dass ich noch ein zweites Set kriege, dass ich eins so auf Vorrat habe. Oh, sehr schön, ne? Wirklich für Reisethema oder wenn man sich was bastelt, wo die Reiseunterlagen reinkommen. Oder einfach nur zum Anschauen und Streicheln. Das war das. Und dann kommt auch hier ein besonders hübsches Set in so grünlich gehalten. Ist auch richtig toll. Sorry für alle, die Kopfhörer aufhaben. Aber ich habe mir ja sagen lassen, manche mögen das. Ne? Dieses Ratsch, Ratsch, Ratsch. Von daher, so, guckt mal, ist das nicht hübsch? Die Kaffeemühle, Schmetterling, die Katze, die Koffer, Bücher. Es ist so hübsch. Die Schreibmaschine. Sehr, sehr cool. Auch hier die Kommode, ne? Mit der Katze und den Blumen. Ja, total hübsch. Ja, jetzt haben wir was braun-lilanes mit Tieren, mit Dackeln. Das finde ich auch total witzig. Schwurzi. Für einen Hundegeburtstag oder für Hundeliebhaber. Sehr, sehr cool mit den Hunden, Torten, Luftballons. Es ist total witzig. Geschenke. Ja, sehr, sehr hübsch. So, jetzt, da war ich mir nicht so sicher, gefällt mir das richtig, also wirklich oder, aber bei genauerem Hinsehen, ja, gefällt mir. Nicht alle Motive, aber doch schon recht viele, weil
Ja, es war, guck mal. Aber hier die French Press, die Vespa und das sind schöne Details. Und ja, und bei den Häusern hatten sie mich. Ne? Ja, cool. Richtig cool. Dreh mal rum. Auch hier noch Häuser. Und verschiedene kleine süße Sachen. Na, nochmal ein Haus. Ja, 79 Cent durfte mit. Sind doch mehr hübsche. Ich weiß nicht, was mich abgeschreckt hat. Ob das diese... Das hier war, ich weiß es nicht, aber ne, man dann, wenn die Augen runterwandern, man sieht die Häuser, mega, richtig cool. Ja, hier haben wir nochmal ein richtig fröhliches Set und das ist auch schon das zweitletzte und dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten. Ne, richtig fröhlich, frühlingshaft, sehr, sehr hübsch. Und hier das Bienchen. Das ist wirklich hier Sommerpicknick. Sehr schön. So, dann kommen wir zum letzten. Auch da habe ich gedacht, das hast du doch schon. Nein, es ist ähnlich. Also ich wiederhole mich. Ne? Übrigens, Declutter-Video Teil 6 ist ja jetzt draußen. Teil 7 ist schon fertig gedreht. Teil 8 hänge ich jetzt schon seit anderthalb Wochen. Ich habe noch nicht weiter gedreht, auch nicht weiter gemacht, aber dazu dann später mehr. So, guckt mal. Ne? Der war schon mal da, so ähnlich, auch mit diesen Zahlen. Es war ähnlich. Und guckt mal, wie hübsch. Also guckt mal, die kleine Gans. Oh, ich habe ja jetzt gesehen, es gibt Gänse-Stanzschablonen bei Kreativdepot. Ich denke, oh. Aber kann ich kolorieren? Nee, da müsste ich erst mal gucken, ob es irgendwie Stempel zu gibt. So. Ja, sehr, sehr hübsch. Ja, das waren die Embossed-Sticker und Beispiele dazu. Wie gesagt, es ist auch eine Sammelleidenschaft. Ich mag die total gerne. Und ja, da geht mein Herz auf. Wenn ich das, die niedlichen Motive, da kann ich wirklich sitzen und blättern. Und da ist die Zeit rum wie nix. So, Blöcke, Washi-Tape, Sticker. So, dann gab es neu in der Geschenkabteilung, konnte ich nicht dran vorbeigehen, natürlich in verschiedenen Sorten. In den Niederlanden 69 Cent, so aus Plastik, wie so diese Tragetaschen sind, so ein Flaschen. Ja, Geschenktüte, ne? Ach, guck mal, kann man auch noch nutzen. Ja, fand ich total witzig. Ich werde es nicht für eine Flasche nutzen. Ich habe überlegt, was kann ich da reintun? Und da fiel mir mein Stoff ein, den ich, wenn ihr meinen Declattern geguckt habt, okay, manche gucken ja nur die Action Halls, aber egal. Ich habe nämlich 3-4 Rollen Stoff übrig. Die sind zu lang. Und wenn ich die hier reintue, sind die auf jeden Fall irgendwie, aber ich weiß es noch nicht. Es war einfach hübsch, es musste mit. Das ist so, ja, ist halt so. Süß, oder? Ich fand es süß. So, dann ganz neu, habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet, diese Aufbewahrungskörbe. Also, wenn ich eins gelernt habe, ich brauche keine Aufbewahrungskörbe mehr, weil ich habe zuhauf. Aber da bin ich echt Opfer, musste ich haben. Finde ich total cool. Ich habe die in den Niederlanden gekauft. Das teuerste war 1,79, ich glaube 1,49, 1,29. Preise können abweichen. Aber eigentlich sind das Kühlschrankkörbe oder Aufbewahrungskörbe. Also ich meine, das weiß der Korb ja nicht, ob er in den Kühlschrank kommt oder so da steht. Das ist ja total egal. Nichtsdestotrotz, auch im Kühlschrank ist mir ein Korb kaputt gegangen. Also da könnte ich den auch nutzen. Der wird zu groß sein. Aber hier, ich finde das total klasse. Habe ich gerade mal hier irgendwie einen A5-Block. Alle A5-Blöcke werden gebeten, den Raum zu betreten. Nee, aber ich habe hier... Moment, das ist ja A5. Ja, passt super rein. Ne, das, ups, sorry. Alle wach. Das sind jetzt die Schneiddinger. Also das passt auf jeden Fall rein. Da könnte man schön die Blöcke... Klar, wenn das natürlich voll Blöcke ist, dafür ist das nicht stabil genug. Man kann es rausziehen und muss dann unterstützen. Also das möchte ich mal gucken, wofür. Deswegen jede Größe einmal. Und das hier ist 16 cm. Ich hole jetzt doch mal einen Block. Moment. So, also ich habe jetzt einmal hier 15x15 Block.
Das passt hier nicht rein. Okay, da nicht, da auch nicht. Aber hier auf jeden Fall super, 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 super. Ne, hier mit Luft. Und dann habe ich hier einen A5-Block, passt auch super rein. Und dann habe ich hier noch eine DVD-Aufbewahrungsbox, passt auch super rein. Ja, tun sich auf jeden Fall Möglichkeiten auf, finde ich total klasse. Und dann muss ich mit den Kleinen dann mal schauen. Das ist auf jeden Fall breit genug. Also hier würde, nee, das passt nicht. Obwohl da auch 16 draufsteht, ne? Aber das ist, das verjüngt sich ein bisschen nach unten. Das ist natürlich blöd. Okay, also hier auf jeden Fall, was steht da drauf? 33,5 mal 20 mal 14,5. Also 20 ist außen, dann habt ihr wahrscheinlich so 17 oder 18 hier innen drin. Aber ihr seht, hier so eine DVD-Box passt rein, ne? 15 mal 15 Block locker. Und das auch, finde ich total klasse. Also der Große ist schon mal richtig super. Und hier muss ich dann mal schauen. Aber ich guck mal, da hole ich jetzt noch mal was, ob meine CD-Aufbewahrung da reingeht. Moment. So, ich habe hier so, ja, das sind CD-Hüllen. Und gucken wir mal, ob die reinpassen. Hier passen sie rein, dann passen die hier auch rein. Ja, das ist da ein bisschen, nee, hier passen sie besser rein. Mal 16, mal 16. Okay, also hier werden sie von der Höhe halt besser aufgehoben, aber das ist, das passt nicht. Aber hier ist das cool. Man, die müssen ja auch nicht so, ah, nee, das Ideale ist es nicht. Nee, das sind die anderen, die ich jetzt habe, besser. Okay, gut. Schauen wir mal. Was ich damit mache, findet sich was, notfalls wirklich im Haushalt. Deswegen auch nur von jedem eins. Und hier muss ich wirklich gucken, was ich mache, ob ich da Sachen austausche und die hier nehme. Ich finde, die sind neutral. Notfalls kann man sie ein bisschen verzieren mit Bändern oder so, wie man das möchte. Aber A5 passt auf jeden Fall hochkant rein. Und finde ich toll. Finde ich cool. Hier gucken, ja, das würde auch passen. Man hat noch Luft. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, in Teil 7 seht ihr auch mein neues Regal. Bin ich total gespannt, was ihr sagt. Ja, das war mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, welcher Block euer Favorit ist oder ob ihr überhaupt die Blöcke kaufen möchtet, weil, wie gesagt, es ist natürlich nicht so everybody's darling, ne? Mainstream. Aber trotzdem, ich finde, es ist mal was anderes und es ist absolut in Ordnung. Ja, und die Sticker gehen ja immer. Ihr Lieben, bleibt gesund, schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Tschö! Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, für euer Interesse bis zum Schluss. Tannenbaum, Tannenbaum, Tannenbaum. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ich verhaspel mich gerade, so ein Mist. Aber ihr wisst ja, was ich sagen möchte. Ihr Lieben, ich würde mich natürlich freuen über ein Abo. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Über ein Däumchen und natürlich über einen Kommentar. Das bringt mich weiter und euch. Für euch ist es kostenlos. Tschö.